ich bin Clarielle und heute zeige ich euch endlich mal wieder was vom Reiterhof. Ich habe schon fast alles beisammen. Ich habe die Gerte und den Helm und die Schuhe. Aber die Schuhe sind ein bisschen schmutzig. Die muss ich mal wieder putzen. Das geht ganz schnell. Einfach die Bürste hier und dann drauf losputzen. Und los. Fertig! Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich bin wieder ein bisschen spät. So, jetzt bin ich bereit. Heute durfte ich mir einen Pony aussuchen und natürlich habe ich Tommy genommen. Den kennt ihr auch schon aus meinem früheren Video. Meine Reitlehrerin ist auch wieder dabei. Seit meinem letzten Video vom Reiterhof habe ich mich ein bisschen gebessert. Ich kann das Pferd schon alleine fertig machen und satteln und trennen. Wenn ich Tommy putze, könnt ihr ja schon mal im Reitstall nachgucken, was es da so Schönes gibt. In dieser Box gibt es ein ganz besonderes Pferd. Es ist weiß, klein und kann fliegen und legt Eier. Oh, es ist doch ein freches Huhn und Eier hat es auch nicht gelegt. Hier gibt es so viele verschiedene und schöne Pferde. Am liebsten mag ich die Fjordpferde oder die kleinen Ponys. Schaut mal, wie schön die Pferde sind. Und ganz lieb. Und neugierig sind sie auch. Bei Tommy bin ich jetzt auch schon fertig. Jetzt muss ich nur noch sauber machen und ihn satteln und trennen. Und eine schicke Frisur braucht er noch. Ja, eine schicke Frisur ist natürlich auch wichtig. Ja, dann nimmst du da einfach durch die goldene Schale mit zu Ende durch. Genau. Gleich daneben ihn. Und tickst ihn hinten nochmal fett mit der Gerte ein bisschen an. Als erstes werden die Steigbügel ganz langsam vom Sattel genommen. Sie sollen ja nicht gegen den Bauch von Tommy schlagen. Dann wird nachgegurtet. Nachgurten heißt, dass man den Sattel nochmal festzieht. Das muss man auch nochmal machen, wenn man geritten ist. Ob die Steigbügel die richtige Länge haben, kann man kontrollieren, indem man einfach die eigene Armlänge nimmt. Dann passt es auch meistens sehr gut. Alles ist perfekt, los geht's! Heute gehen wir mal auf den Ponyspielplatz. Auf dem Ponyspielplatz kann man viele coole Sachen lernen. Die zeige ich euch jetzt. Zuerst reiten wir uns ein und gehen ein bisschen Schritt. Als erstes gehen wir durch den Springseilvorhang. Tommy und ich sind schon ein so gutes Team, dass er genau weiß, was er machen soll. Als nächstes gehen wir durchs Stangen-U. Du siehst, das U ist offen. Eigentlich kann das Pferd überall raus. Und jetzt muss ich das Pferd so lenken, dass es tut, was ich möchte. Er lässt sich ganz einfach lenken. Wir sind wirklich ein tolles Team. Jetzt muss ich ganz genau reiten. Ich lenke Tommy ganz nah an den Baumstamm und steige dann ab. Jetzt balanciere ich auf dem Baumstamm und nehme Tommy an den Zügeln. Jetzt muss ich an das Ende des Baumstamms laufen und dann wieder aufsteigen. Dann nimmst du die Ziele an und dann steigst du auf.
Jetzt muss ich mit Tommy über die wackelige Wippe. Als nächstes geht es im Slalom um die Hütchen herum. Jetzt muss wieder nachgegurtet werden. Eigentlich muss ich es selber machen, aber Nathalie hilft mir dabei. Was macht man am Zug? Man nimmt ihn an und lässt dann auch wieder locker. Genau, ziehen tut man am Zügel nicht. Genau richtig. Prima. Dann durchparieren zum Schritt und dein Pony einmal kräftig lösen. Damit ich meine Haltung bei den Zügeln verbessern kann, muss ich jetzt eine Übung machen. Und zwar mit einem Ball. Ich muss jetzt die Zügel und den Ball festhalten. Das heißt, ich kann nicht mehr so doll an den Zügeln ziehen, sondern nur ein kleines bisschen. Und dann reitest du mal dort ins Gatter rein und hältst dort wieder an. Ich muss über die Holzbalken. Und ins Gatter muss ich auch. Er muss stehen bleiben. Und auch durchs U muss ich ihn lenken mit dem Ball. Eigentlich ein toller Trick. Man braucht nicht so doll zu ziehen. Was konntest du jetzt? Du hast den Ball ja festgehalten und auch die Zügel. Was konntest du jetzt nicht machen? Richtig gut lenken. Nicht, aber es hat geklappt, oder? Oder bist du irgendwo anders hingeritten? Es hat geklappt, obwohl du ganz, ganz wenig nur machen musst. Das Pferd reagiert ganz leicht auf die Sachen, die man tut. Nathalie hat gesagt, ein Pferd ist kein LKW, wo man am Lenkrad die ganze Zeit rumreißt. Also, das merke ich mir alles ganz, ganz leicht. Tommy merkt schon, was er tun soll. Jetzt wird schneller, jetzt traben wir an. Ganz im Arbeitstempo antraben und leicht traben. Genau. Die Ellenbogen bleiben schön am Körper. Noch weiter. Ellenbogen wirklich an deine Weste anlegen. Ja. Beim Traben muss man mit beiden Beinen drücken. Und man sollte sich natürlich gut festhalten. Prima, dann wollen wir im Trab durch den Vorhang reiten. Schau schön hin, wo du hin möchtest. Treibe weiter. Danach einen Richtungswechsel. Erstmal gerade rüber. Prima gemacht, Tommy. Dann gerne wieder ein Stück anreiten und in der nächsten Ecke anfahren. Im Trab, Slalom und über die ganze Bahn. Jetzt zeige ich mal meine Perspektive und die von Tommy. Jetzt wird's wild. Im Trab um jedes zweite Hütchen. Mal durch den Vorhang. Ja,
super gemacht, Tommy. Jetzt wird's noch schneller. Jetzt geht's ins Galopp. Beim Angaloppieren musst du das rechte Bein zurücknehmen und das andere Bein zurück. Wieder sitzen bleiben, innerer Schenkel drückt. Und wenn ich auch noch sage, Tommy Galopp, dann macht er es auch. Wenn das Pferd nicht angaloppieren möchte, kannst du auch ein bisschen mit der Gerte nachhelfen. Aber nur ganz leicht, das reicht schon. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Nochmal langsam über die Wippe. Und nochmal auf den Baumstamm. Diesmal klappt es mit dem Baumstamm noch ein bisschen besser. Das war ein toller Tag auf dem Reiterhof. Super gemacht, Tommy. Jetzt geht's wieder Richtung Box. Hoch zu deinem Pferd und steig ab. Ich steige ab, lege die Steigbügel über den Sattel und führe ihn zurück zum Putzplatz. Ich hoffe, euch hat der Tag auf dem Reiterhof auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.